Start with a silent word of prayer. Ich werde mit einem Gebet anfangen. Amen. Amen. So, what we've done yesterday Also was wir gestern gemacht haben, is that we continue to look at this book, ist, dass wir weiter dieses Buch angeschaut haben, Political Masculinity, politische Maskulinität. and we started reading more. Und wir haben angefangen, mehr davon zu lesen. We want to understand the iceberg more. Wir wollen diesen Eisberg mehr verstehen. So, we mentioned 2014 being a turning point. Und somit haben wir erwähnt, wie 2014 ein Wendepunkt war, When it comes to sexism, wenn es um den Sexismus geht. we have various points on the board, Haben wir verschiedenste Punkte auf dem Whiteboard, which could be marked as turning points for 2014. welche markiert werden könnten als Wendepunkte 2014. And one I would highlight Und eines, das ich markieren is würde, that since 2014 you have these two opposing opinions. ist das, weil seit 2014 hat man diese zwei gegensätzlichen Meinungen. That if there was difference of opinions already beforehand. Es gab bereits vorher schon gegensätzliche But Meinungen. since 2014, it's really obvious that they're in clear opposition. Aber seit 2014 ist es wirklich klar, dass sie sich völlig im Gegensatz And befinden. the question is misogyny a hate crime? Und die Frage ist, ob die Misogynie oder der Frauenhass ein Hassverbrechen ist. Is it a motive to do a crime? Ist es ein Motiv, ein Verbrechen Or is zu it just a tun? byproduct of mentally sick men? Oder ist es nur ein Nebenprodukt von mental kranken Männern? And we see the escalation of that. Und wir sehen die Eskalation davon. So, by the way, I forgot to say, Nebenbei, ich habe vergessen zu this will sagen, be our last class. das wird unser letzter Unterricht So sein. we will have to wrap up. Also müssen wir hier abschließen. So everyone is informed, this is our last class. Also jeder ist jetzt informiert, das ist unser letzter Unterricht. So, and we see that per turning point in 2014 with Elliot Rodger. Und wir sehen diesen Wendepunkt 2014 mit Elliot Rodger. So I mentioned this dance in society. Und ich habe diesen Tanz in dieser Gesellschaft erwähnt. And we looked at it from the viewpoint of flirting. Und wir haben es von der Perspektive des Flirtens angeschaut, Because it's maybe easier to see, to follow. weil das vielleicht einfacher ist, dem zu folgen, das zu But sehen. reading the quotes, we can see this also, this power struggle. Aber wenn wir die Zitate lesen, können wir auch diese Machtprobleme sehen. And violence is used Die Gewalt wird benutzt, to restore the power balance, um diesen Machtausgleich wiederherzustellen, that men are in the hierarchy up. dass Above Männer women. sich in der Hierarchie oberhalb von Frauen befinden. But also that men have this claim to the privileges. Aber auch, dass diese Männer diesen Anspruch haben auf die Privilegien. They have a right.
They have a rightful claim to power. Sie haben den rechtmäßigen Anspruch auf Macht. I'm referring constantly to this iceberg. Und ich beziehe mich ständig auf diesen Eisberg hier. This is sexism. Das hier ist We Sexismus. could also call it inequality. Wir könnten es auch Ungleichberechtigung nennen. And the tip of the iceberg, I say or suggest, is the extreme form. Und die Spitze des Eisbergs, schlage ich vor, ist diese extreme Form. And that's where society is not okay with. Und das ist dort, wo die Gesellschaft nicht damit übereinstimmt. Society is not okay with abuse. Die Gesellschaft stimmt nicht mit Missbrauch überein. But at the same time, Aber zur gleichen Zeit society will teach men lehrt die Gesellschaft die that it's Männer, okay to have a claim to power. dass es okay ist, wenn sie diesen Anspruch haben auf Macht. So, and this will always result in that. Und das wird immer in dem hier resultieren. You cannot try to get the tip off, but don't remove the what is underneath the surface. Man kann nicht versuchen, die Spitze wegzumachen und das zu übrig zu lassen, was im unter dem Wasser ist. You cannot just re take away abuse, Man kann nicht einfach nur den Missbrauch wegnehmen, but uphold that claim to power. aber diesen Anspruch auf Macht aufrecht zu erhalten. That also has to be dealt with. Damit muss auch umgegangen werden. And my suggestion is, Und mein Vorschlag ist, we are still so close connected with our earthly culture. dass wir immer noch so sehr verbunden sind mit unserer weltlichen Kultur We've had equality just for 4 years. und dass wir Gleichberechtigung erst für 4 Jahre hatten. And the last year we've been resting. Und im letzten Jahr haben wir uns ausgeruht. We are still so close to our culture. Und wir sind immer noch so nahe zu unserer Kultur, We're not writ we haven't gotten written of this. dass wir noch nicht dieses hier I think we losgeworden still have sind. some work to do. Ich glaube, wir haben immer noch Arbeit zu tun. And I think it's something what the 144,000 will have to do. Und ich glaube, es ist etwas, was die 144.000 tun müssen werden. When we look at this picture here. Wenn wir uns dieses Bild hier Look lazy. anschauen. The standard of the 144,000. Der Standard der 144.000. So, and what we're looking at this book. What makes this book, I think, so nice. Und wir haben uns dieses Buch angeschaut und ich denke, was dieses Buch so toll macht, It looks and takes example of the extreme sexism of abuse. es nimmt Beispiele von dem extremen Sexismus, vom Missbrauch. So we, in other words, incels. In anderen Wörtern Incels. But it will not stop there. Aber es wird dort nicht Now it will aufhören. go and dissect the incidences. Jetzt wird es hingehen und diese Vorfälle näher And we'll show betrachten. what's the foundation. Und um zu schauen, was das Fundament ist. And then suddenly we're not again, not anymore in the extreme group of incels. Und plötzlich befinden wir uns nicht mehr in dieser extremen Gruppe der Incels, Now we are in mainstream society. sondern jetzt befinden wir uns in der Mainstream-Gesellschaft. And I think that's important to see. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das sehen. See. Okay. So, what I see this book is taking extreme form of sexism.
Also was ich sehe, ist, dass dieses Buch diese extreme Form des Sexismus nimmt, Which we often see with incels. welches wir oft sehen mit Incels. But it doesn't stay with the drama, if I could say it that way. Aber es bleibt nicht beim Drama, wenn ich das so sagen kann. It doesn't stay with the awful. It doesn't stay with the emotion. Es bleibt nicht mit der bleibt bei der Emotion. That book will show the foundation of incels. Sondern dieses Buch zeigt die Fundamente der Incels auf. What's the threat in all of it? Was ist dieser rote Faden durch all das hindurch? And suddenly it's not reduced anymore to only incels. Und plötzlich ist es nicht mehr reduziert auf nur die Incels. Some frustrated, mentally sick men. Manch gewisse frustrierte, mentale kranke Männer. Now it shows the iceberg here, Jetzt zeigt es den Eisberg hier, where we are in mainstream society. wo wir uns in der Mainstream-Gesellschaft befinden. And I think this is what we need to get from this book. Und ich glaube, das müssen wir von diesem Buch mitnehmen. Not the incidences which are tough to read, Nicht diese Vorfälle, die sehr schwer sind zu lesen, but the analyzation which is done always afterwards. sondern die Analysierung, die immer danach gemacht wird. What's the reason? Was ist die Begründung? What's the motivation? Was ist die What are the Motivation? principles Was sind die which will Prinzipien, cause extreme form of sexism? welche diese extreme Form des Sexismus eigentlich überhaupt And we see that it's kreieren? everywhere in society. Und wir sehen, dass es sich überall in der Gesellschaft befindet. And society even supports it. Und die Gesellschaft unterstützt es And sogar. further, Und weiter noch. society even says, this is your script. Die Gesellschaft sagt dir sogar, das ist dein Skript. Does that make sense? Macht das Sinn? Was it good enough? War Okay. das verständlich genug, So, Renit? there's much to cover. Also es gibt viel, was wir noch behandeln wollen. When do we continue? So, men have this claim to power. Also Männer haben diesen Anspruch auf Macht Or this entitlement. oder diesen Anspruch, diese I want to read Berechtigung. something. Ich möchte etwas lesen. And that's again a quote from an incel. Das ist wieder ein Zitat von einem Incel. With analysis afterwards. Mit einer Analysierung danach. So, Gabriel, Barbara. Yes. In the German version, it would be page 97 to 99. In der deutschen Version ist es 79 bis So, this is now a quote by 99. Rogers, Das ist Elliot jetzt ein Rogers. Zitat von Elliot Rodger. And I want to start looking at the privileges, the claim to privilege. Und ich möchte jetzt anschauen, diesen Anspruch auf die Privilegien. Says, on the morning of the first day, Es sagt, am Morgen des ersten Tages. I put on my wonderful Armani shirt and put on my new Gucci Zog ich mein wunderschönes Armani-Hemd an und setzte meine Gucci-Sonnenbrille auf. So you see, Roger is actually, he's not poor. He doesn't come from a, he comes from upper class, middle upper class. Also hier sieht man, dieser Elliot Rodger ist nicht arm, er kommt von dieser oberen Mittelschicht.
admire myself in the mirror, hopefully that some girls would admire me as well. Ich bewunderte mich im Spiegel und hoffte, dass mich auch einige Mädchen bewundern würden. I would appear as the supreme gentleman. Ich würde als der oberste Gentleman auftreten. I was the superior gentleman. Ich war der überlegene Gentleman. That is what I was born to do, and now it was time to show the world. Dazu war ich geboren und jetzt war es an der Zeit, es der Welt zu zeigen. So you already see that there is this thinking, I'm born to do this. Also hier seht ihr, dass bereits dieses Denken besteht, dass er denkt, ich bin geboren, Yes, I das thought zu I'm a tun. portrait of beauty and superiority. Ja, ich dachte, ich bin ein Porträt der Schönheit und Überlegenheit. I waited until everyone was seated before I entered the room. Ich wartete, bis alle Platz genommen hatten, bevor ich in den Raum betrat. I entered through the front entrance so that everyone could see my wonderful self. Ich betrat den Raum durch den Vordereingang, damit jeder mein wunderbares Ich sehen konnte. To my dismay, I saw no one turn their heads. Zu meinem Bestürzen, zu meiner Bestürzung sah ich, dass niemand den Kopf drehte. None of Keines the der girls Mädchen. tilted their heads or raised a pretty little eyebrow at my presence. Keines der Mädchen neigte den Kopf oder hob eine hübsche kleine Augenbraue bei meinem Erscheinen. So now you have this incident. Jetzt hat man diesen Vorfall. And then Kimmel will do an analysis. Und dann wird Kimmel hier eine Analysierung He machen. says, Kimmel, a researcher on masculinity, has tried to capture the situation with the concept of aggrieved Aus dieser entitlement. Passage lässt sich ein interessanter und tiefgreifender sozialer Wandel ablesen, während Roger seinen Anspruch aus den klassischen Kato ich habe ah. Kimmel geht sogar einen Schritt weiter. Viele Männer hätten nicht einmal das Gefühl, dass sie die That's Macht über in the Frauen quote. I'm ausüben just reading off the oder quote. überhaupt Macht haben. It's the first sentence of the second paragraph. Also es ist der erste Satz vom zweiten Paragraphen. Which he de developed in 2013 based on a field study along the categories of gender, race and class. Also So now something interesting comes. SA, genau. Während Kimmel's Roger seinen thesis Anspruch aus is den that klassischen men. Kategorien Geschlecht, Rasse, Klasse ableitete, scheinen diese für die Frauen in seiner Umgebung eine untergeordnete Rolle zu spielen, zu Rogers Frustration. Kimmel's thesis is that men are less likely to inherit actual privileges, which has been increasingly threatened in the recent decades as a birthright than they are to claim privileges. Der Männlichkeitsforscher Kimmel hat versucht, diese Situation mit dem Konzept des Aggrieved Entitlement zu erfassen, das er 2013 auf der Grundlage von Feldstudien entlang der Kategorien Geschlecht und Rasse und Klasse entwickelt hat. This explains why men feel entitled to privileges over women when they do not have them at all. Das erklärt, warum sich Männer gegenüber Frauen privilegiert fühlen, obwohl sie es gar nicht sind. So, what is happening here? Also was Sometimes passiert it's not hier? easy when the quote is not in front of you. Manchmal ist es nicht einfach, wenn das Zitat nicht vor euch ist. Men have privileges. Männer haben Privilegien. But in the recent decades, Aber in den kürzlichen Jahrzehnten these privileges have been taken away. wurden diese Privilegien weggenommen. So something has changed.
Also etwas hat sich Now the verändert. importance for men Jetzt ist die Wichtigkeit für is Männer not necessarily the privileges themselves, ist nicht unbedingt das Privileg selbst, because they are subject to change, of change. weil die können sich ändern. But what the fight is about Aber worum es eigentlich in diesem Kampf is geht, that they have a birthright, ist, dass sie ein Geburtsrecht haben, which gives them the right to claim privileges. welches ihnen das Recht gibt, diese Privilegien zu beanspruchen. That's a huge difference. Und das ist ein großer Unterschied. It's not necessarily about what are the privileges, Es geht nicht unbedingt darüber, was die Privilegien sind, because society has changed. weil die Gesellschaft hat sich verändert. And the broad society is okay with women driving. Und die größte Teil der Gesellschaft ist damit einverstanden, Driving. wenn eine Frau das Auto With fährt, women having a career. wenn Frauen eine Karriere haben. As long as man can still claim whatever privileges he wants. Solange der Mann immer noch diese Privilegien haben kann, die er will. So this is ex this explain I think that is a key to understand the war presently. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, um diesen Krieg momentan zu verstehen. Is it about the privileges? Geht es um die Privilegien, Like in the past? wie in der Or is it Vergangenheit? about the claim? Oder geht es um diesen Anspruch? And I think it goes deeper at the moment. It's about, do men have the right to claim privileges? Und ich glaube, es geht sogar tiefer. Haben die Männer überhaupt das Recht, diese Privilegien zu haben, diesen Anspruch? Because Kimmel goes even a step further. Bei Kimmel geht sogar noch einen Schritt When you go weiter. around ask men, Wenn man umhergeht und Männer fragt say, do you have power over women? und sie fragt, hast du Macht über die Frauen? He suggests that most will say, I don't have power over women. Dass die meisten Männer, schlagt er dann vor, sagen, nein, ich habe keine Macht über die Frauen. I don't feel that I have that power. Ich fühle mich nicht so, als ob ich I diese don't Macht have any hätte. privileges. Ich habe keine But you know what? Privilegien, aber wisst ihr I should was? have them. Ich It's sollte about the diese Rechte claim. haben. Es geht um I diesen don't have power over Anspruch. you. Ich habe keine Macht über But I dich, should have the power over you. aber ich sollte diesen Anspruch, diese Macht über dich haben. So, even that's the last sentence of the quote. Das ist der letzte Satz des Zitates. Even if we don't think of us ourselves as privileged at all, we think that we are entitled to be. However, sorry. No, let's translate. Selbst wenn wir uns nicht als privilegiert betrachten, denken wir, dass wir dazu berechtigt sind. We're entitled to it and we need to also fill leadership positions. Also, dass wir dazu berechtigt sind, es zu sein und die Führungspositionen zu besetzen. So, Kimmel will go now and take it to race. Also, Kimme geht jetzt hin und nimmt es zum Thema der I will Rasse. tell the story and then I pick the comment. Ich werde die Geschichte noch weitererzählen und dann den Kommentar von euch entgegennehmen. It's about white men. Es geht um weiße Männer. White men feel entitled to have work. Weiße Männer tun sich berechtigt fühlen, dass sie Arbeit And when a haben. woman takes their job, Und wenn eine Frau ihre Arbeit wegnimmt, the white men are angry. dann sind die weißen Männer sauer oder Why wütend. are they angry? Wieso sind sie Because the wütend? black woman took their job. Weil die schwarze Frau ihre Arbeit weggenommen hat. So do we see what's happening here? Also sehen wir, was hier eigentlich It's not passiert. just a job in the world.
Es ist nicht nur irgendwelche Arbeit in der Welt, which everyone could have. welche jeder haben könnte, It is their job. sondern es ist ihr Job, ihre Arbeit. There is a claim that the job, whatever job that is theirs. Da gibt es diesen Anspruch darauf, dass welchen Job auch immer, es ist ihr Job, ihre Arbeit. It's the right to claim something. Es ist das Recht, dass sie dies beanspruchen können. So it's not necessarily about the privilege. Also es geht nicht unbedingt um die It's about the Privilegien, right to claim. sondern es geht um dieses Recht auf diesen Anspruch. We need to move away from that there is a job which we owe or have a claim to. Wir müssen davon weggehen, dass es da eine Arbeit gibt, die wir beanspruchen oder die wir unbedingt And just see that haben it's just a job. und einfach sehen, dass es einfach eine Arbeit ist And disconnected from ourselves. und nicht in Verbindung mit uns And we know selbst. when it's done in race. Und wir wissen, dass wenn das gemacht wird mit der Rasse, We can do it, take it also to sexism. dann können wir es auch zum Sexismus nehmen. Curtis, shortly. And then I will Curtis, move on, because ganz we have a lot to kurz. cover today. Curtis, ganz kurz, weil danach müssen wir weitermachen, weil wir heute sehr If I viel understand you correctly, anschauen. Wenn ich dich richtig verstehe, you're pointing to historically where men held the power more so than they do today. zeigst du auf den Punkt, wo historisch gesehen die Männer mehr die Macht hochgehalten haben als heute? And because men don't hold those positions of power as much as they did in the past. Weil diese Männer diese Machtposition nicht mehr so sehr hochhalten wie in der There's a sense of Vergangenheit. entitlement that they should hold those positions of power. Es gibt diesen Sinn der Berechtigung, welche diese Positionen an der Macht halten. My question is to try to understand the shift in the underlying thinking. Meine Frage ist, um diese Änderung in diesen unterschwelligen Denken zu verstehen. Because, I appreciate this isn't what you're saying. Also ich nehme zur Kenntnis, dass es nicht das ist, was du sagst. That before there wasn't a sense of entitlement and now there is a sense of entitlement. Dass damals dieser Sinn dafür war, für diese Berechtigung, und jetzt ist es das nicht mehr. Oder dass es damals nicht da war und jetzt, dass dieser Sinn da ist. Entschuldigung. So I guess that's my question. What's been the underlying change in thinking? Not so much Also, what's happened in society, but the change in thinking for there's entitlement now, what was there before? I don't meine know if that Frage makes ist sense. eigentlich, wie diese Veränderung aufkam von diesem unterschwelligen Denken bezüglich dieser Berechtigung. Wie kommt es, dass jetzt diese Berechtigung nicht mehr so So hoch how I geachtet view it wird? beforehand, there were privileges and that claim to privilege. Also wie ich es sehe, ist, dass es früher Privilegien gibt und diesen Anspruch auf die Privilegien. But it was never questioned. Aber es wurde nie hinterfragt. For no one had to analyze it. Und somit musste es auch niemand analysieren, Which just men owned everything. weil einfach die Männer alles besitzt Then we haben. see that someone starts to challenge male supremacy. Dann sehen wir, dass Leute angefangen haben, diese männliche And some of the Oberherrschaft privileges are taken away. herauszufordern und gewisse Privilegien werden So I weggenommen. think there's now when things are challenged, things need to be better understood. Und somit schlage ich vor, dass wenn Dinge herausgefordert werden, dass die Dinge besser verstanden werden müssen. That's, I think, something which is unique for us today.
Und das, denke ich, ist einzigartig für uns heute. We understand that there are privileges and a claim to privilege. Wir verstehen, dass es Privilegien gibt und diesen Anspruch auf die Privilegien. Which I think probably this understanding was not there beforehand. Und so wie ich es denke, ist, dass das vorher nicht da war. So privileges change. Also Privilegien ändern sich. For example, more men than ever cook. Zum Beispiel mehr Männer wie je zuvor kochen. Or take care of children. Oder kümmern sich um die So Kinder. you can't really pinpoint to that anymore. Also kannst du das nicht unbedingt mehr aufzeigen. Now you go deeper to the root. Und jetzt geht man tiefer in die Wurzeln. And you realize maybe it's not so much about the privileges, it's about the claim to have a privilege. Und dann realisiert man, dass es vielleicht nicht mehr so sehr um die Privilegien geht, sondern um diesen Anspruch der Privilegien, diese Berechtigung. So it's not necessarily that men felt that they, sorry. So it's not necessarily that men didn't feel entitled to these things in the past. Also es ist nicht unbedingt, dass die Männer sich berechtigt fühlen auf diesen Titel or that in der they didn't have a Vergangenheit claim to them. Oder dass sie keinen Anspruch darauf hatten. But now it's more visible. Aber jetzt ist es mehr visuell. Because the privileges are gone, so now you can see that men are angry that their sense of entitlement is Weil being jetzt destroyed. Die Sachen mehr visuell werden, offensichtlich werden und man sehen kann, dass diesen Anspruch auf diese Berechtigung immer mehr zerstört wird von Männern. Am I on the right track? I think we will go a bit in that direction. Okay. Ich glaube, wir werden ein bisschen in diese Richtung gehen. So, if we continue. Also wenn wir weitermachen. We see that Roger Elliot. Sehen wir, dass Roger Elliot. Has the same thinking that he somehow has a claim to privileges. Dieses gleiche Gedankengut hatte, dass er diesen Anspruch hat auf diese Privilegien. It's when he see other people kissing. Wenn er andere Leute sieht, die sich küssen. When women talk at parties or dance. Wenn Frauen an Partys miteinander sprechen oder tanzen. Exchange phone numbers. Oder Telefonnummern austauschen. It is a trigger to him. Dann ist das ein because trigger he already point feels entitled that he that belongs to him. Das ist dann ein Auslösepunkt für ihn, weil er denkt, dass das ihm gehört, dass er berechtigt ist that, dazu. Und wenn er das nicht bekommt, he's deprived of his claim to that power. Dann wird ihm diese Macht eigentlich beraubt, weggenommen. And Kimmel analyzes it. Und Kimmel analysiert das. And he says, und er sagt, I will send a quote. Ich werde das Zitat schicken. The male entitlement that Kimmel analyzes does not only refer to classic areas of gender inequality, such as the world of work, but also permeates to most intimate relationships. Der männliche Anspruch, den Kimmel analysiert, bezieht sich nicht nur auf die klassischen Bereiche der Geschlechterungleichheit, etwa die Arbeitswelt, sondern durchdringt auch die intimsten Beziehungen. The male claim is directed at women themselves, at their body, their attention, their affection.
Der männliche Anspruch richtet sich auf die Frauen selbst, auf ihren Körper, ihre Aufmerksamkeit und ihre Zuneigung. In general, generell jetzt, there is an entitlement. Gibt es diesen Anspruch? Women for women of their bodies. Oder diese Berechtigung auf die Körper von den Frauen? We talked about the sexualization of or women just look at them as a sexual organ. Wir haben uns angeschaut, wie Frauen teilweise angeschaut werden, wie als ob sie nur sexuelle Organe sind. And rape is restoring that claim if a woman says no. Und wenn eine Frau Nein sagt, dann ist die Vergewaltigung diese Wiederherstellung dieses Anspruchs. But we see it's also about the attention and the affection. Aber wir sehen hier, dass es hier auch um die Aufmerksamkeit und ihre Zuneigung women don't geht. Listen. Wenn Frauen nicht zuhören. When Roger enters the room and no one looks. Wenn Roger in den Raum reingeht und niemand And guckt, there's another wenn niemand schaut. Story which Roger tells now. Und es gibt noch eine weitere Geschichte, die Roger says, erzählt. At a traffic light, he stops. Da hieß es, there are two blonde hot girls at the best bus stop next to him. Also er hält an einem Lichtsignal, das da neben dran ist, eine He was wearing a Bushaltestelle. Good shirt, so he thought he's good looking. Also er hat ein schönes T-Shirt getragen und dachte, er sieht schön aus. And he looks over and smiles at them. Und dann schaut er rüber und lächelt diese Frauen But they an. Didn't smile back. Aber diese zwei Frauen haben nicht And zurückgelächelt. They just looked away like I was an idiot, he thinks. Und die Frauen haben einfach weggeschaut, als ob er ein Idiot wäre, dachte er. So he continues driving then. Dann tut er weiterfahren. But then he begins to be angry. Aber dann fängt er an, wütend zu sein. It was such an insult, he says. Es war so eine Beleidigung für ihn. Just because women don't smile at him. Nur weil die Frauen ihn nicht angelächelt haben. Because he has a claim to that their attention. Weil er diesen Anspruch hat, dass er diese Aufmerksamkeit so von ihnen around, bekommt. Und somit dreht er um, back, fährt zurück and throws their Starbucks coffee latte over the body. Und wirft seinen Starbucks Kaffee Latte über ihren and Körper. He feels that vicious satisfaction. Und er fühlt diese How dare that these girls give me such a prerogative? Diese Befriedigung. Und er sagt, wie getrauen die sich nur mir so ein How dare they insult me like that? Wie können diese Mädchen es wagen, they mir ein solches Abführmittel oder Abweisung zu geben? Wie können sie es wagen, mich so zu beleidigen? Schade, dass der Kaffee nicht brennend For heiß war. Crime, not giving me the attention and admiration I so rightfully deserve. Für diese Verbrechen, dass sie nicht diese Mädchen hätten es verdient, in kochend heißes Wasser gestoßen zu werden für das Verbrechen, mir die Aufmerksamkeit so, und Bewunderung zu schenken, die ich so recht verdient habe. These girls just didn't want to have another flirt. Also vielleicht wollten diese Mädchen einfach nicht noch ein weiteres Flirten haben. Maybe these women didn't want to have another sexual assault. Vielleicht wollten diese Mädchen nicht einfach ein weiteres sexuelles harassment. Angriff haben. Oder diese and they're punished for it. Diese sexuelle And Beleidigung. If you take this to home, und wenn man das jetzt nach Hause the nimmt, same thing in our families. Dann wissen wir, dass es die gleiche Sache ist in unseren so Familien. When it comes to this play, wenn es zu diesem Spiel hier kommt, I want to read a quote from the book. Möchte ich ein Zitat lesen von dem Where it Buch, talks about this dance. Wo es über diesen Tanz hier spricht. What is everyone's role? Was ist die Rolle von jedem?
So it's a bit of a lengthy one. Das ist ein längeres You might Zitat. not read everything. Wir lesen vielleicht nicht alles. So. Pardon me? Yes. So Kimmel again suggests it's an extreme case with Elliot Rodger. Also Kimmel schlägt nochmal vor, dass es ein Extremfall ist mit Elliot Rodger. However, the social dynamics underlying his actions are echoed across the breadth of society. Again, extreme form. Also nochmal diese extreme but it's Form. Everywhere in society. Aber es ist überall in der Gesellschaft. So how do we see that entitlement in society? Also wie sehen wir diese Berechtigung in der Gesellschaft? In this dance. In diesem Tanz. Some men, especially in the particular privileged, apparently feel that women owe them something in the coin of personal goods and services. Einige Männer, insbesondere die besonders Privilegierten, haben offenbar das Gefühl, dass Frauen ihnen etwas in Form von persönlichen Gütern und Dienstleistungen schulden. In many supposedly post-patriarchal contexts, this attitude continues to be a real problem. In vielen vermeintlichen postpatriarchalen Kontexten ist diese Haltung nach wie vor ein echtes Problem. So we have more equality than ever in the world before. Also wir haben mehr Gleichberechtigung als jemals zuvor in der Welt. But we still have a huge problem. Aber wir haben immer noch ein riesiges Problem. Women owe affection, attention, admiration, sex, love by their presence. A higher social status in the male peer group according to Main. Frauen schulden Zuneigung, Aufmerksamkeit, Bewunderung, Sex, Liebe und durch ihre Anwesenheit einen höheren sozialen Status in der männlichen Peer Gruppe, so Mann. Women owe men something. Die Frauen schulden den Männern etwas. And it goes deeper than just being a vessel. Und es geht tiefer als nur einfach ein Gefäß zu sein. It is also affection, sondern es ist auch diese Zuneigung und Aufmerksamkeit. Admiration. Diese Bewunderung. Female coded duties are services include in addition to affection, attention, admiration or sex, respect, accepting, nurturing, security and refuge and also kindness and compassion, moral care, concern, sympathy and comfort. Zu den weiblichen kodierten Pflichten und Dienstleistungen gehören neben Zuneigung, Aufmerksamkeit, Bewunderung oder Sex auch Respekt, Akzeptanz, Fürsorge, Sicherheit und Zuflucht, aber auch Freundlichkeit und Mitgefühl, moralische Fürsorge, Sorge, Sympathie und Trost. That's the script of a woman. Das ist das Skript von einer Frau. These forms of emotional and social labor go far beyond reproductive and domestic duties. Diese Formen der emotionalen und sozialen Arbeit gehen weit über die reproduktiven und häuslichen Pflichten hinaus. Which, unlike those mentioned above, are increasingly less expected of women and are now more likely to be shared between the sexes. Die im Gegensatz zu den oben genannten immer weniger von Frauen erwartet werden und heute eher zwischen den Geschlechtern geteilt werden. So it's okay for a woman to also go and work. Also es ist okay für Frauen, dass sie arbeiten gehen. She just doesn't have to only have children. Sie muss nicht einfach nur Kinder haben. It's okay if she doesn't cook always. Es ist okay, es ist in Ordnung, wenn sie nicht immer kocht. I can cook also sometimes. Ich kann auch manchmal kochen. That's not where the fight is about anymore. Darum geht es nicht mehr in dem Kampf now heute. It's going deeper. Jetzt geht es tiefer. It's about these things. Es geht um diese Dinge hier. Where we see the
the caring, the admiration. Wo es um diese Fürsorge, Sicherheit geht, diese and don't get me wrong, Akzeptanz und so weiter. It's not that we don't have that for one another. Versteht mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass wir das nicht füreinander haben. Because actually we should. Weil eigentlich sollten wir das füreinander It's haben. It's just when it gets toxic. Es geht nur darum, wenn es toxisch when wird. When it's put on you because of a role. Weil es auf dich drauf gemacht wird wegen einer Rolle. When somebody thinks they have a claim, a right. Wenn jemand denkt, dass sie einen Anspruch haben, einen Recht darauf haben. And I don't think that we have detached ourselves from the world so far. Und ich glaube nicht, dass wir uns bis jetzt so weit von der Welt getrennt haben, that we are free from that subtle sexism. Dass wir frei sind von diesem subtilen Sexismus. The role of the man. Die Rolle des Mannes. The masculinely coded benefits and privileges include social leadership position, authority, influence, money and other forms of power, as well as social status, prestige, rank and the corresponding symbols. Also zu den männlichen kodierten Vorteilen und Privilegien gehören soziale Führungspositionen, Autorität, Einfluss, Geld und andere Formen der Macht sowie sozialer Status, Prestige, Rang und die entsprechenden Symbole. In addition, facets of social prestige, such as pride, reputation, position, as well as the absence of relevant elements, freedom from share, freedom of shame and disgrace or public humiliation. Darüber hinaus fügt Manne Facetten des Sozialprestige wie Stolz, Ansehen oder Position sowie die Abwesenheit relevanter Elemente hinzu, Freiheit von Scham und Schande oder öffentlicher Demütigung. All these things are good that all people strive for, but only certain people think they are entitled to it. All diese Dinge sind Güter, nach denen alle Menschen streben, auf die aber nur bestimmte Menschen, so Manne, ein Anrecht zu haben glauben. So if you step out of that role, out of that dance, wenn man aus dieser Tanz aussteigt, wenn dieses System sozusagen kaputt gemacht wird. For example, if a woman is refusing something where the man thinks he is entitled to. Wenn eine Frau etwas ablehnt, wo der Mann eigentlich denkt, dass er diese Berechtigung hat, this has consequences. Dann hat das Konsequenzen. Second sentence in the next paragraph. Zweiter Satz im nächsten Paragraphen. Misogyny that happens in public is meant to sanction norm violations of the iconic system by making an example of one woman for all. Misogynie, die sich in der Öffentlichkeit abspielt, fasst Männer zusammen, soll Normverletzungen des Wirtschaftssystems sanktionieren, indem an einer Frau ein Exempel für alle statuiert wird. Roger punishes these two women at the bus stop. Roger bestraft diese zwei Frauen an dieser Busstation. By punishing them, and lectures them also about the norm. Tut er sie belehren wegen den Normen. And that they violated this norm by not smiling back to him. Und dass sie diese Norm nicht beachtet haben, weil sie ihn nicht zurück angelächelt haben. By not paying attention to him. Weil sie ihm keine Aufmerksamkeit gegeben haben. That's the crime. Das ist das Verbrechen. That you don't pay attention. Dass man nicht Aufmerksamkeit gibt. Which he claims to have a right to. Wo er den Anspruch darauf hat, oder was er sagt, dass er den Anspruch hat, women, darauf. Frauen, that's the last sentence of the quote. Der letzte Satz im Zitat. Women structurally owe men sex. Such is the attitude behind the act of Roger. Frauen schulden Männern strukturellen Sex. So ist die Haltung hinter der Tat von Roger. So this was a man, he shot few women in a fitness studio.
Also da gibt es einen Mann, er hat mehrere Frauen in einem Fitnessstudio umgebracht. Completely normal guy. Ein ganz normaler Mann. In on the surface, completely normal Also ein ganz normaler Job. Mann. Er hat eine Arbeit. Dresses nicely. Er tut sich schön anziehen. Wants to have a girlfriend. Er möchte eine He Freundin says before haben. he does his suicide mission. Und er sagt, bevor er, dass er seine Selbstmordmission durchführen will, He complains that he doesn't have a girlfriend. Why doesn't want anyone him? tut er sich beschweren und sagen, wieso will ihn niemand? Wieso habe ich keine Freundin? He says a man needs a woman for self-confidence. Und er sagt, ein Mann braucht eine Frau für sein Selbstvertrauen. He gets tailwind for the job, Er for the bekommt career. Rückenwind für den Job, für die Karriere. Tailwind. He's being supported for the job, for the career. Er wird dadurch unterstützt für seine Karriere. For his relationship with other men. Für seine Beziehung zu anderen Männern. I am entitled to have women's attention and care about me. Ich bin berechtigt, die Aufmerksamkeit und Fürsorge von Frauen zu haben. Because it nurtures my self-confidence. Weil dies mein Selbstvertrauen nährt. And it helps me in my job, my career, and so on. Und es hilft mir in meiner Arbeit, in meiner Karriere und so weiter. So if I fail my career, Also wenn ich in meiner Karriere fehlschlage, whose problem is it? wessen Not Problem ist mine. es dann? Es ist nicht mein I read a Problem. book about the female role in evangelical faith. Ich habe ein Buch gelesen vom evangelikalen Glauben. Was also tough to read. Das war auch sehr schwierig zu lesen. Women were suggested that if a man has a bad day at work, Frauen wurden vorgeschlagen, dass wenn der Mann einen schlechten Arbeitstag hatte, and that if men are not doing well in their career, und dass wenn Männer es nicht gut geht in der Karriere, just make yourself pretty and have sex with him. dann mach dich einfach schön und hab Sex mit ihm. Ideas will come. Die Ideen werden dann kommen. And if they don't, Und wenn sie nicht kommen, just have more sex with him. dann hab einfach Till mehr it Sex works. mit ihm, bis es funktioniert. The problem is they're not on the men. Das Problem ist dann nicht bei den Männern. It comes back to the woman. It's always the woman Sondern whose fault it is. es kommt zurück zur Frau. Es ist immer der Fehler der Frau. So this person in kills people in the fitness studio. Also diese Person tötet diese Person Of course im it is Fitnessstudio. commented by incels. Natürlich wird es kommentiert durch Incels. Just taking two sentences of one lengthy comment. Und ich nehme nur zwei Sätze aus einem langen Kommentar. A decent looking man Ein anständig aussehender Mann, who makes a decent income der ein anständiges Einkommen hat and doesn't abuse women und Frauen nicht missbraucht, deserves in capital words verdient es, flachgelegt zu werden. to get laid. Period. Oder Sex zu The haben. fact that so Punkt. many won't is a crime. Die Tatsache, dass so viele dies nicht tun, ist ein Verbrechen. In a just society, In einer gerechten all Gesellschaft crimes are punished at some point. werden alle Verbrechen irgendwann einmal bestraft. That's why men don't like feminism. Deswegen mögen Männer keinen Because Feminismus. it, I'll just read the quote one more time. A decent looking man who makes a decent income doesn't abuse women. Sorry. A decent looking man who makes a decent income and doesn't abuse
women, the serfs and capitalists, to get laid, period. The fact that so many won't is a crime. In a just society, all crimes are punished at some point. Also ein anständig aussehender Mann, der ein anständiges Einkommen hat und Frauen nicht missbraucht, verdient es, ganz groß geschrieben, flachgelegt zu werden. Punkt. Die Tatsache, dass es so viele dies nicht tun, ist ein Verbrechen. In einer gerechten Gesellschaft werden alle Verbrechen irgendwann einmal bestraft. So, when feminism comes, also wenn der Feminismus kommt, what does it do? Was macht es dann? It takes away the privileges. Es nimmt die Privilegien weg. And today, und heute, what should it do? Was sollte es tun? Is to take away the claim to privileges. Ist, dass dieser Anspruch auf diese Privilegien weggenommen werden sollte. And if we have any other form except radical feminism, und wenn wir irgendwelche weiteren Formen haben außerhalb vom radikalen Feminismus, will we take the claim away? Werden wir dann diesen Anspruch wegnehmen? If Beyoncé wants to be sexy, wenn Beyoncé sexy sein möchte, and a feminist, und eine Feministin, does she take away the claim of her body? Nimmt sie dann diesen Anspruch auf ihren Körper weg? The claim of her intention, attention, and diesen Anspruch für ihre Aufmerksamkeit. She doesn't. Sie nimmt es nicht weg, sondern sie tut sozusagen da noch mitmachen. And that's why I think liberal and cultural feminism are not good. Und deswegen denke ich, dass kultureller und liberaler Feminismus nicht gut sind. More than we think, if we go in this ditch, we are serving that claim. Und mehr als wir denken, wenn wir in diesen Graben fallen, dann tun wir noch mehr diesen Anspruch beigeben, sozusagen. Feminism is being looked upon as evil. Der Feminismus wird angeschaut als because böse. It takes something from men where they have the rightfulness, the right to claim it. Weil es etwas von Männern wegnimmt, wo sie denken, dass sie das Recht haben, das so zu beanspruchen. In the next, quote. Im nächsten Zitat. I'm just going to read a middle paragraph, a sentence in the middle of the paragraph. Wir lesen nur einen Satz in der Mitte vom Paragraphen. Wrong chat. Falscher Chat. Delete that. What happens now when you take away that entitlement? Was passiert jetzt, wenn man diesen Anspruch wegnimmt? Diese Berechtigung. Middle of the paragraph. Male self-image is threatened. Das männliche Selbstbild wird bedroht. Entitlements are offended. Ansprüche werden verletzt. Violence against women is not the expression of control and power. Gewalt gegen Frauen ist nicht der Ausdruck von Kontrolle und Macht. But on the contrary, of lack of control and weakness. Sondern im Gegenteil von Kontrollverlust und Schwäche. Violence is meant to restore the original state of control. Die Gewalt soll den ursprünglichen Zustand der Kontrolle wiederherstellen. Before the male self-image was threatened. Bevor das männliche Selbstbild bedroht war. When masculinity is called into doubt, wenn die Männlichkeit nicht nur von der eigenen not Frau, by only sondern one's own wife, but society as a whole, wenn die Männlichkeit nicht nur von der eigenen Frau, sondern von der Gesellschaft insgesamt in Frage gestellt wird, increased vulnerability and accordingly an increased willingness to use violence. Führt das zu einer erhöhten Verletzlichkeit und damit zu einer erhöhten Gewaltbereitschaft.
So, what happens now? Was passiert jetzt? Men use violence. Männer benutzen Gewalt. Not because they're so powerful. Nicht, weil sie so mächtig sind. If they would be in power, there would be harmony. Wenn sie in Macht wären, dann wäre da die Harmonie. But by feminism, aber wegen den Feministen, that picture of a man, that script is threatened. Wird dieses Skript bedroht? Because feminists step out of that role. Weil die Feministen aus dieser Rolle aussteigen. So, using violence now, wenn wir jetzt die Gewalt benutzen, is not the demonstration that you are powerful. Oder wenn jemand Gewalt benutzt, dann ist das nicht die Demonstration, dass du mächtig bist. It's that you are being taken away, your power is being taken away. Sondern es geht darum, dass deine Macht weggenommen wird. And violence is to restore the original state. Und die Gewalt ist dazu da, diesen ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Also denke über deine Situation nach als eine Frau. What happens if you set down your foot and say, I don't want it? Was passiert, wenn du auf zwei Beinen stehst und sagst, ich möchte das nicht mehr? Was auch immer das ist. That's when the problems start. Das ist dort, wo die Probleme anfangen. I hear often the stories when the woman says, I want a divorce. Ich höre die Geschichten oftmals, wenn eine Frau sagt, ich möchte die Scheidung. That's when the real problems start. Und das ist dort, wo das echte Problem Because anfängt. Now there's a loss of control. Weil jetzt dieser Verlust der Kontrolle da ist. And it has to be regained. Und dieses muss wieder hergestellt werden. That's why you throw coffee lattes on women. Deswegen wirft man Kaffee Lattes auf Frauen. Because there's a loss of control. Weil es da dieser Verlust der Kontrolle So what happens gibt. In society? Also was passiert in der Gesellschaft? Is society progresses in inequality. Die Gesellschaft hilft der Gleichberechtigung, Ungleichberechtigung fortschreitet, dass die Ungleichberechtigung fortschreitet. Da hilft die Gesellschaft. Which will mean that women will obtain more rights. Welches bedeutet, dass die Frauen mehr Rechte which is one of them is starting erhalten. To step out of the role. Und eines davon ist, dass man aus der Rolle aussteigt. So women get stronger. Also Frauen werden stärker. If you look at the big picture. Wenn man sich das große Bild anschaut. They get more independent. Sie werden unabhängiger. What happens to the men? Und was passiert mit den Männern? They lose more and more the control. Sie verlieren immer mehr ihre Kontrolle. So we would have to expect an increase on violence. Und somit müssen wir eine Zunahme der Gewalt erwarten. Und das sehen wir that's in der the Welt. Escalation. Das ist die Eskalation. Because women are more independent, weil Frauen mehr unabhängiger sind, men become more violent. Werden Männer gewalttätiger. As a last resort to regain power control. Als letzten Hilfeschrei sozusagen, um die Kontrolle wiederzubekommen. Right there we see a polarization. Dort sehen wir eine Polarisierung. It's not getting better, it's getting worse. Es wird nicht besser, sondern schlechter. Why is it getting worse? Wieso wird es schlimmer? Because women are improving. Weil Frauen sich verbessern. So it's good news and bad news at the same time. Also es sind gute Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten zur gleichen Zeit. And there are evidences, studies in Australia, for example. Und es gibt Beweise oder Studien in Australien zum Beispiel. We see the Me Too movement. Dort sieht man die Me Too Bewegung. And the book mentions that in Australia, domestic violence has increased a lot. Und Australien erwähnt, dass häusliche Gewalt just sehr one sentence viel from a quote. Zugenommen hat. Jetzt nur ein Satz von einem Zitat. Abusive men are taking out their accumulated anger on girlfriends, wives and children because they are besides themselves
that women are getting so much attention while their own suffering is overlooked. The backlash is real, it is violent. Missbrauchende Männer lassen ihre gedemütigte Wut an Freundinnen, Ehefrauen und Kindern aus, weil sie sich darüber aufregen, dass Frauen so viel Aufmerksamkeit bekommen, während ihr eigenes Leben übersehen wird. Die Gegenreaktion ist real und sie ist gewalttätig. It affects all relationships. Es tut Not Auswirkungen just partners. haben auf alle Beziehungen, nicht nur auf Siblings, Partner. Es sind auch Geschwister, parents and children, Kinder und Eltern. And we have it also in society. Und wir haben es auch in der Gesellschaft. So why do men beat their wives but not their boss? Also wieso schlagen Männer ihre Frauen und nicht ihren Arbeitgeber? According to Kimmel's definition, that's the quote, now I sent. Nach Kimmels Definition, das ist das Zitat, das ich gerade gesendet habe. According to Kimmel's definition, two essential things must come together for a specific form of male violence against women in today's descending Western patriarchy. Nach Kimmels Definition müssen für die spezifische Form männlicher Gewalt gegen Frauen im heutigen absteigenden westlichen Patriarchat zwei wesentliche Dinge zusammenkommen. The feeling of threatened masculinity through loss of control and the sense of having a claim to the use of violence. Das Gefühl bedrohter Männlichkeit durch Kontrollverlust und das Gefühl, einen Anspruch auf Gewaltanwendung zu haben. This explains why men become violent toward their own wives, of all people, and do not, for example, beat up their bosses. Das erklärt, warum Männer ausgerechnet gegenüber ihren eigenen Frauen gewalttätig werden und nicht etwa ihren Chef verprügeln. Humiliation by the boss is tolerable and even expected because it is his rights, since he is higher in the social hierarchy. Die Demütigung durch den Chef ist tolerierbar und wird sogar erwartet, denn sie ist ein Recht, sein Recht, da in der sozialen Hierarchie höher steht. Humiliation by one's own wife, on the other hand, is perceived as insulting and dishonorable if the woman ranks below him in the violent man's mind. Die Demütigung durch die eigene Frau hingegen wird als beleidigend und unehrhaft empfunden, wenn die Frau in der Vorstellung des gewalttätigen Mannes unter ihm rangiert. René, nur ganz kurz. Isso se esse chefe é um homem também. Sim. Dieser Chef ist auch ein Mann. That is to say, when that boss is a man. Not when it's a woman. Nicht, wenn es eine Frau ist. So we see women rank in hierarchy below men. Also man sieht, Frauen sind in der Hierarchie unter den Männern. Hence two things. Und das verursacht zwei Dinge. We need men, as I say now, we need to rule. Also Männer müssen regieren. And we have the claim to rule. Und sie haben diesen Anspruch zu regieren. The entitlement. Diese Berechtigung. And it's our right to restore that. Und es ist unser Recht, dies wiederherzustellen. Well, for example, if I'm in a hierarchy below a man. Wenn ich zum Beispiel in einer Hierarchie unter den Männern I'm befinde. I'm fine with taking it in. Dann ist es in Ordnung, wenn ich das so annehme. And this starts with little things. Und das beginnt mit kleinen Dingen. I want to go somewhere. Ich möchte irgendwo hingehen. Where are you going? Wo gehst du hin? Who are you meeting? Wen triffst du? Not giving you my credit card. Ich gebe dir nicht meine Kreditkarte. Don't give you the key cards. Ich gebe dir nicht den Autoschlüssel. Figure out how you will get there. Finde selber heraus, wie du dorthin kommst. There's so many little things. Es gibt so viele kleine Dinge. So what is happening now with men who are so violent?
Also was passiert jetzt mit Männern, die so gewalttätig sind? We learned that it's a loss of power. Wir haben gelernt, dass es dieser Verlust der Macht ist. So what is the formula? Was ist denn das what Formular? We can enter now is that men turn the game around. Was wir jetzt reingehen können oder schauen können, dass die Männer das turn Spiel the game around. Umdrehen. Sie drehen das Spiel now um. It becomes a strategy. Jetzt wird es eine Strategie, to play the victim. Das Opfer zu spielen. And when you're the victim, wenn du das Opfer bist, you can use violence as a form of resistance. Dann kannst du die Gewalt benutzen als eine Form der Resistenz. A form of protection. Eine Form der, des We don't Schutzes. Have time to read it because I want to get to another point. Wir haben jetzt keine Zeit, das zu lesen, weil ich zu einem weiteren Punkt gehen But möchte. But this is very well explained on page 110 to 112 in the German version. Aber das ist sehr gut erklärt in der Seite 110 bis 112 in der deutschen Version vom Buch. So I will just summarize it in bullet points, in thoughts. Und somit werde ich es jetzt einfach in Gedanken zusammenfassen. That's a very important point we need to pick up. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir uns merken sollten. Men will now start to be the victim. Männer fangen jetzt an, die Opfer zu sein. Roger Elliot thinks himself to be a victim. Roger Elliot denkt von sich selber, dass er ein Opfer ist. And all these poor men who think now their wife left them. Und alle diese armen Männer, die jetzt denken, dass ihre Frau sie verlassen hat, haben. Pity me. Ich bin doch so arm. When men put themselves a victim, wenn die Männer sich als Opfer darstellen, what they are doing now, and this is was for sie real, jetzt tun, und das ist wirklich so, they're starting to depict themselves as a minority. Fangen sie an zu sagen, dass sie eine Minderheit sind. Men's right activism. Männerrechtsaktivismus. And the benefits to be a minority. Und der Vorteil, dass sie sich in einer Minderheit befinden. Because what can you do when you're a minority? Weil was kann man tun, wenn man sich in einer Minderheit befindet? You can critique the others. Du kannst die anderen kritisieren. You can defend yourself. Du kannst dich verteidigen. Even use violence. Und sogar die Gewalt benutzen. And these arguments feminists would use. Und diese Argumente, die Feministen benutzen even würden. The language feminists use. Sogar die Sprache, die Feministen benutzen. Just turned around. Hat sich einfach nur umgedreht. And used in men's rights activism. Und benutzen den Männerrechtsaktivismus. Men are the victim. Männer sind die They are discriminated. Opfer. Sie werden diskriminiert. They don't have rights anymore. Sie haben keine Rechte mehr. Because women have taken over everything. Weil Frauen alles übernommen haben. Men think they are the victim because they are deprived of the privileges and entitlement. Männer sind sozusagen, ihnen wird diese Berechtigung und diesen Anspruch beraubt, geraubt, weggenommen. Something is taken from them, which they have a right to claim. Also etwas wird ihnen weggenommen, wo sie das Recht haben, das zu beanspruchen. And because that is taken, they are the victim. Und weil das weggenommen wird, sind sie die Opfer. It's not only about sex. Es geht hier nicht nur um about Sex. Attention. Es geht um Aufmerksamkeit, care. Diese Fürsorge und all die anderen Then Sachen, die wir gelesen I'm haben. I'm just defending myself. Und dann denken Männer, ich verteidige mich ja nur. And I need to fight for my civil rights. Und ich muss für meine Bürgerrechte kämpfen. And that community or in particular now the community, they like to use the language of civil rights movements. Und diese Community mag es, die Sprache der Bürgerrechtsbewegungen zu benutzen. And they like to use quotes from Martin Luther King. Und sie mögen es, Zitate von Martin Luther King zu benutzen. The whole game is turned around. Das ganze Spiel wird umgedreht. Now you have to choose your side.
Und jetzt musst du dein für dich für eine Seite And all of these reasons are used to legitimize violence. Und all das sind Gründe, um die Gewalt zu legitimieren. Because men are pressed down. Weil Männer runtergedrückt werden. And it's not just the extreme form. Und es ist nicht nur die extreme Form. Just not mentally sick people. Es sind nicht nur mentale kranke Leute. Even the main media gets it wrong sometimes. Sondern sogar manchmal die Hauptmedien tun diesen Punkt falsch And you verstehen. You see the media falling into the trap. Und man sieht, wie die Medien in diese Falle fallen, die diesen Gedanken da klein beigeben. Here and then, manchmal. That men lose something at the moment. Dass Männer etwas verlieren momentan. Lose something. Dass Männer etwas verlieren. Remember, because society supports that men have a claim. Erinnert euch, weil die Gesellschaft unterstützt, dass Männer diesen Anspruch haben. Here we see the problems in the right and the left. Hier sehen wir die Probleme links, aber auch rechts. The left is not free from this. Die linke Seite ist nicht frei davon. So, to wrap up the school. Um jetzt die Schule abzuschließen. Hope you bear with me. I want to read a quote to finish. Möchte ich noch ein Zitat lesen, um abzuschließen? I will post it. Ich werde es nochmal posten. Where does this entitlement come from, from men? Es geht darum, wo kommt dieser Anspruch her? I'm not going to read everything in that quote, but wir werden nicht alles in diesem Zitat lesen, aber einige Sachen davon. Mobilizing against feminism and women's rights from within the strategic minority is a development that is also becoming increasingly evident in the mainstream. Die Mobilisierung gegen Feminismus und Frauenrechte aus der strategischen Minderheit heraus ist eine Entwicklung, die auch im Mainstream immer deutlicher wird. How can this trend be interpreted? Wie lässt sich dieser Trend interpretieren? The more one has to prove real domination, the more one has to fight to assert a certain diagnosis of domination. Je mehr man die reale Herrschaft nachweisen muss, desto mehr muss man darum kämpfen, eine bestimmte Diagnose der Herrschaft durchzusetzen. Thus, if men's voice invoking the supposed oppression of men become louder, this means conversely that if there is more fighting, there is more need to prove the real domination. Wenn also so krasser die Stimmen der Männer sich auf die angebliche Unterdrückung der Männer berufen, lauter werden, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass wenn es mehr Kämpfe gibt, auch mehr Bedarf besteht, die tatsächliche Herrschaft zu beweisen. The culture war we are in now der Kulturkrieg, in der wir uns momentan befinden, is an identity crisis ist eine Identitätskrise of both roles. Von beiden Rollen. And the culture war is evidence und dieser Kulturkrieg ist der Beweis dafür, that masculinity is threatened. Dass die Männlichkeit bedroht wird. How do we understand to be... Wie verstehen wir es? What is masculine? Was ist maskulin? The culture war is about what is a woman, what is a man. Der Kulturkrieg geht darum, was ist eine Frau, was ist ein Mann. Because of that identity crisis, und wegen dieser Identitätskrise, we see that culture war. Sehen wir diesen Kulturkrieg. And the violence to put people back into their roles. Und diese Gewalt, diese Leute zurück in ihre Rollen zu bringen. So, why is though that this men feel that they are entitled? Also, wieso ist da dieses Gefühl, dass die Männer sich
berechtigt fühlen. And there was a thought which I thought was interesting with that one. That was the last quote. Und da gab es einen Gedanke, den ich sehr interessant fand, und das ist das letzte Zitat. Is when we look at religion. Ist, wenn wir uns die Religion betrachten. When we look at human rights. Wenn wir uns die Menschenrechte what anschauen. What do we see? Was sehen wir? I'm cutting now in the middle of the quote. Ich tue jetzt hier was aus der Mitte des Zitates rausnehmen. It is that men are universalized. Es ist, dass Männer universalisiert and she says, werden. We also encounter this invisibilized masculinity in the religious discourse or in the history of human rights. Entschuldigung. Also We wir also tun auch encounter this universalized, invisibilized masculinity. Ich muss kurz Okay. suchen. Ah, ich hab's, tut mir leid, jetzt habe ich es gefunden. Diese universalisierte, invisibilisierte Männlichkeit begegnet uns auch im religiösen Diskurs oder in der Geschichte der Menschenrechte. So when we go to religion or to the human rights. Also wenn wir jetzt zur Religion gehen oder zu den Menschenrechten. We see a universalization. Sehen wir eine Universalisierung. Man is universal, in the quote back, the man is universalized as a human being. Der Mensch wird universalisiert als ein Mensch. Der Mann wird Eve universalisiert als ein rib, Mensch. She is the particular. He is the Eva ist aus Adams Rippe geschaffen. Sie ist das Besondere. Das Allgemeine. A similar mechanism can be seen in the history of human rights. Ein ähnlicher Mechanismus ist in der Geschichte der Menschenrechte zu beobachten. Although they were declared as human rights, they initially apply only to men. Obwohl sie als Menschenrechte deklariert wurden, galten sie zunächst nur für Männer. This restriction, however, remained largely invisible because man was equated with men. Diese Einschränkung blieb jedoch weitgehend unsichtbar, weil der Mensch mit dem Manne gleichgesetzt wurde. Male supremacy is constituted by defining it precisely not as a male, but as a general. Die männliche Vorherrschaft konstituiert sich dadurch, dass sie eben nicht als männlich, sondern als allgemein definiert wird. From this point of view, only others have a gender, while one's own position is considered universal. Aus dieser Sicht haben nur die anderen ein Geschlecht, während die eigene Position als universell gilt. So do we see that? Also sehen When wir we go das? To history, wenn wir in die Geschichte gehen, man is the norm, dann sind Männer die Norm and women is the particular. Und Frauen sind dieses Besondere. Adam was created. Der Adam wurde erschaffen. Being. Er ist der and Mensch. Eve is taken from his ribs. Und Eva wird einfach aus seinen Rippen genommen. We see that when we, for example, go to medicine. Wir sehen das zum Beispiel, wenn wir zur Medizin gehen. That's where we see sexism in medicine. Dort sehen wir den Sexismus in der Medizin. It all often the disease. Oftmals sind die Krankheiten or the treatments oder auch die Behandlungen davon alle für Männer kreiert. Because men stand for the universal. Weil die Männer für das Universelle stehen. And this is what we need to take away. Und das ist das, was wir wegnehmen müssen. All men are equal. Alle Menschen sind gleich. The history of the human rights. Entschuldigung, alle Männer sind gleich. Die Geschichte der Menschenrechte, sind es nur Männer? Or is there also another person?
Oder gibt es da noch eine andere Person? So I think this is because we generalize men. Weil wir Männer generalisieren. That's I think where this claim comes from. Daher kommt dieser Anspruch. So the quote continues, but I think we're not going to read it anymore. Das Zitat geht weiter, aber ich glaube, wir lesen es nicht mehr I weiter. Really support people to buy this book and read it. Ich tue Leute wirklich dabei ermutigen, dieses Buch zu lesen und es. I'm only halfway through. Ich bin erst in der Hälfte. And we left many things out. Und wir haben sehr viele Sachen ausgelassen. But when we come to our message. Aber wenn wir zu unserer Botschaft kommen. I think our call is to not just see the tip, it's to see the whole thing. Dann ist unser Ruf, nicht nur diese Eisbergspitze zu sehen, sondern das Ganze. It's not a work we will accomplish here on this earth. Es ist nicht ein Werk, das wir hier auf der Erde erreichen werden. Aber wenn wir nicht anfangen, ask yourself the question if you reach that standard. Dann fragt euch die Frage, ob wir überhaupt diesen Standard erreichen werden. We need to keep growing. Wir müssen weiterhin wachsen. And that chapter in diesem Kapitel ends with the following sentence, which I like. Dieses Kapitel endet mit dem folgenden Satz, welchen ich mag. What once become visible. Was einmal sichtlich wurde. What once become visible does not simply become. Not sure if the translation is correct. I'll check it. 17. On page 17 on the book. Es ist da auf Seite 17 im Buch. What once became visible. Was einmal sichtbar geworden ist. Does not simply become invisible again. Wird nicht einfach wieder unsichtbar. And I think this is what we should take from everything. Und ich denke, das sollten wir von dem allen mitnehmen. Was einmal sichtbar wurde, wird nicht einfach wieder unsichtbar. Wenn ihr einfach das mitnehmt von meinen Unterrichtsstunden. We are called to make things visible. Wir werden darauf gerufen, die Dinge visuell zu machen, sichtbar zu machen. Wenn sie sichtbar sind, they're visible sind, to us individually. Sind sie für uns individuell sichtbar? They cannot become invisible again. Und sie können nicht unsichtbar wieder werden. So in closing, wenn wir jetzt abschließen, at the beginning of the school, I asked the question, am Anfang der Schule habe ich die Frage gestellt, what is this message for? Für was ist diese Botschaft da? I hope we received some answers. Ich hoffe, wir haben ein paar Antworten erhalten. We saw that the movement is in an identity crisis. Wir haben gesehen, dass die Bewegung sich in einer Identitätskrise Not befindet. Not just the movement, but we individual. Nicht nur die Bewegung, sondern auch wir individuell. We tried to consider the crisis without judgment. Wir haben versucht, die Krisen zu betrachten, ohne zu richten. And maybe find a way how to deal with it. Und vielleicht eine Art und Weise gefunden, damit umzugehen. What would be a way to solve it? Was wäre eine Art und Weise, dies zu lösen? We saw that the midnight cry has caused the crisis. Wir haben gesehen, dass der Mitternachtsruf die Krise verursacht we know hat. The midnight cry will, solve it. Und wir wissen, dass der Mitternachtsruf es auch lösen wird. We saw that there is no salvation outside of this movement. Wir haben gesehen, dass es keine Erlösung gibt außerhalb there von dieser be. Bewegung. Das kann nicht sein. Even if we don't talk about baptism, auch wenn wir nicht über die Taufe sprechen, it's just simply already on the fact that this movement is called to restore Eden. Es ist nur grundlegend auf diesem Fakt, dass die Bewegung gerufen wird, Eden wiederherzustellen. We need to make this visible. Wir müssen das sichtbar machen. And we are doing it in a way which neither of the ditches does it. Und wir machen es in einer Art und Weise, wie es keine der beiden Gräben macht. We saw that midnight cry is not taking something away.
Wir haben gesehen, dass der Mitternachtsruf nicht etwas wegnimmt. It's adding. Sondern es tut noch hinzufügen. It doesn't become easier. Es wird nicht einfacher. It becomes more difficult. Es wird schwerer. We looked at sanctification. Wir haben uns die Heiligung angeschaut. And I hope that we understood more about growth. Und ich hoffe, dass wir mehr über das Wachstum verstanden haben. How does it work? Wie funktioniert es? How does it look? How does it look like? Wie sieht es aus? Then we started talking about society. Dann haben wir angefangen, über die Gesellschaft and zu that sprechen. What I call the dance. Und das, was ich diesen Tanz How nenne. How do we interact with each other? Wie tun wir miteinander interagieren? How do we flirt? Wie flirten wir? Are we already there? Have we already adopted equality? Sind wir bereits da? Haben wir bereits die Gleichberechtigung angenommen? And my suggestion Und mein Vorschlag is that we need to be careful. Ist, dass wir vorsichtig sein müssen. That we don't look at the right and the left. Dass wir nicht auf die rechte und auf die linke Seite schauen and sollten. And think that we're safe. Und denken, dass wir sicher sind. I think we need to step out of that game. Ich denke, wir müssen aus diesem Spiel aussteigen. And it's bigger than we thought. Und es ist größer, als wir gedacht haben. We have to do this work. Wir müssen dieses Werk hier tun. Not just see the tip of the iceberg. Nicht nur die Spitze des Eisbergs sehen. We are called to see the whole. Sondern wir wurden gerufen, das Ganze zu sehen. What we didn't speak about, worüber wir nicht gesprochen haben, but which I think is very essential, aber ich denke, das ist sehr essentiell, that we have to realize that everyone is traumatized. Dass wir mit einbeziehen müssen, dass jeder traumatisiert ist. Of that dance. Von diesem Tanz. And we have to be aware of our traumas. Und wir müssen uns bewusst sein über unsere Traumas. We have to be aware of that thorn in our arm. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir diesen Dornen haben in unserem But that's Arm. Not enough. Aber das ist nicht genug. We need to pluck that thorn out. Wir müssen diesen Dornen rausreißen oder rausnehmen. We need to heal. Wir müssen heilen. Because I think that's what this message is about. Weil ich denke, darum geht es in dieser Botschaft. In closing. Abschließend. When we talk about what is this message about. Wenn wir darüber sprechen, wofür ist diese Botschaft? It's that we are being saved. Es ist, dass wir gerettet werden. And how are we saved? Und wie sind wir gerettet? Wie werden And wir leaving gerettet? Our culture behind. Indem wir unsere Kultur zurücklassen. And adopting the culture of God's society of heaven. Und die Kultur von Gottes Gesellschaft im Himmel akzeptieren. Which is a calling of healing. Welches ein Ruf der Heilung ist. Healing, to heal. Ein Ruf zum Heilen. And since it's that, this is the last class. Und weil das der letzte Unterricht ist. It closes a chapter. Wird ein Kapitel abgeschlossen. Maybe someday, somewhere, there's another chapter. Vielleicht gibt es an einem gewissen Zeitpunkt ein anderes Kapitel. But I hope that everyone goes home now. Aber ich hoffe, dass jeder jetzt nach Hause geht. And does their homework. Und seine Hausaufgaben macht. Let's pray. Lass uns beten. Almighty God. Allmächtiger Gott. Thank you for the time we were able to spend together. Danke für die Zeit, wo es uns möglich war, zusammen zu verbringen. To think about the midnight cry. Dass wir über den Mitternachtsruf nachdenken konnten. To think about your movement. Dass wir über deine Bewegung nachdenken konnten. And to think about society. Und auch über die Gesellschaft. Please help us that we don't think we can rest in these days. Bitte hilf uns, dass wir nicht denken, dass wir uns ausruhen können in diesen Tagen. That everyone is reminded that we need to grow individually. Dass jeder daran erinnert wird, dass er individuell wachsen muss. And it's left upon everyone by themselves. Und es liegt an jedem Einzelnen, to form a character in your image. Einen Charakter zu formen in deinem Bild. To work out their salvation.
dass sie ihre Erlösung ausarbeiten können. No one else can do it for us. Niemand anderes kann es für but uns ourselves. Tun, aber nur wir selbst. Bless everyone. Bitte segne jeden. Till we meet again. Bis wir uns wiedersehen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.